Ticket in die Vergangenheit, ein sehr ambitioniertes Projekt, Bielefelder Projekt im Rahmen der 800 Jahre Bielefeld. Ich habe hier den Organisator dieses doch sehr aufwendigen Projekts, Herrn Lorenzen. Herr Lorenzen, erzählen Sie mal ein bisschen was über dieses Projekt. Dieses Projekt hat vor einem Jahr mit den Proben angefangen. Die Vorbereitung hat schon vor 2 bis 3 Jahren begonnen. Musste man halt, wenn man 2 Wochen lang in die Oetkerhalle will, dann muss man da schon sehr früh anfangen, auch die Räume zu buchen und Förderanträge zu stellen. Also wir können das nicht komplett alleine aufbringen, sondern haben viele Sponsoren mit drin. Einmal das Land, dann haben wir noch die Biesegger Stiftung, Radio Bielefeld, Mobil ist auch mit dabei und natürlich auch die Stadt Bielefeld mit 800 Jahren, die das unterstützt. Sie haben ja eine doch relativ große Crew, will ich mal sagen, Mitarbeiter oder Leute, die dort dran mitwirken, 270 Leute, woraus setzen die sich zusammen? Wir haben ein Orchester mit ca. 50 Leuten, wir haben einen Chor mit 45 Leuten, dann haben wir 35 Schauspieler ungefähr, gleiche Anzahl an Tänzern, dazu kommen dann noch Bühnenbildner, dann Maske, Kostümschneider, Techniker und natürlich das Organisatorenteam. Also eine wirklich aufwendige Produktion. Wir werden jetzt gleich uns nochmal ein paar Details angucken und schauen, wie denn wirkliche Künstler so ein riesiges Projekt realisieren können. Dieses Stück ist ja geschrieben worden von Schülern vom Max-Planck-Gymnasium. Die Tänzer kommen von Dance Art, Schauspieler sind gecastet worden, ebenso die Sänger, die aber zum Teil auch von der Musik- und Kunstschule kommen. Die Musiker sowieso sind alles welche, die da Unterricht nehmen. Das ist erstmal ein ganz spannendes Unternehmen. So viele verschiedene Menschen, Charaktere, so viele verschiedene Professionen. Die haben das ja auch als Hobby, also dass das Theaterspielen ist, ob das Musik machen ist und so weiter oder singen. Und diese ganzen Fähigkeiten und Professionen so aufeinanderprallen zu sehen und miteinander zu verbinden, das ist das Spannende daran. Das ist wirklich heiße Phase gerade. Und natürlich wissen wir da jetzt nicht, wird es genial oder haben wir den großen Scheiß gebaut? Wir sind jetzt gerade so. Ja, jetzt ist das subjektiv. Nicht? Wir sind also in so einer Balance jetzt, wo wir sagen müssen, das und das muss noch gemacht werden, das muss weg, das muss besser, das ist schon saugut, das lassen wir so und so weiter. Da bin ich jetzt zu einem Urteil völlig unfähig. Die Musik zu dem Stück unterscheidet sich insofern von normaler Musical-Musik, dass sie nicht so kommerziell ist, wie das in normaler Musical-Musik der Fall ist. Die müssen ja davon leben, die müssen also richtig verdienen. Bei uns ist es so, wir haben auch künstlerische Aspekte sehr weit in den Vordergrund gestellt. Und die andere Sache, die sehr wichtig ist, wir haben ein Ensemble, das ist 250 Leute stark, von denen sind, ich sag mal, 150, 170 Musiker, ein großes Orchester, eine Band, eine Percussion-Abteilung und ein Riesenchor. Und die 20 Solisten, die also singen, macht ungefähr 170 Musiker. Und die wollen natürlich, das sind Jugendliche ab 11 Jahren, die wollen schön beschäftigt werden. Und insofern muss die Musik das berücksichtigen, dass möglichst viele auch immer was zu tun haben. Und das kann also nicht so künstlerisch ausgelegt sein wie meinetwegen eine Sinfonie von Beethoven, wo dann mal das ganze Orchester schweigt für ein kleines Solo der Geige. Das gibt es hier zwar auch an 2, 3 Stellen, aber eigentlich wollen doch alle spielen und insofern ist das die Aufgabe des Komponisten, alle möglichst zu beschäftigen und auch so zu beschäftigen, dass sie Spaß beim Spielen haben. 3, 4.